Es ist wieder soweit. Heute in der dritten Folge von Das Interview werden wir Kilian interviewen. Doch zuerst mal ganz kurz, wer ist Kilian? Sein Kanal hat 2013 gestartet und seit 2015 macht er auch YouTube-Videos. Damals ging es hauptsächlich um das Thema Minecraft. Da gab es dann solche Videos. Dann Weihnachten. Das ist kein Mensch, oder? Er denkt gerade wirklich einfach, ein YouTuber wird einfach ein Präsident, Junge. Am 14.12.2021 hat er das erste Video veröffentlicht, wo es um etwas anderes geht. Ab dann hat er keine Minecraft-Videos mehr gemacht, da gab es nur noch Selbstexperimente und andere Sachen. Und seitdem haben sich Malware auf jeden Fall seine Videos eindeutig verbessert. Bis heute. Ja. Hi, wer bin ich? Ich bin Kilian, bin 21 Jahre alt jetzt in 2 Tagen und mache auf meinem Kanal eigentlich Unterhaltung und Selbstexperimente rund um viel um Geld verdienen und einfach viel um Unterhaltung, kann man jetzt mal so grob sagen. Du hast deinen Kanal oder bist auf jeden Fall beigetreten am 15.08.2013, also vor etwas längerer Zeit würde ich schon sagen. Wie bist du dazu gekommen? Am Anfang hast du ja andere, hast du dich eher in der Minecraft-Bubble bewegt und hast eher Minecraft-Content gemacht. Wie bist du dazu gekommen, erstmal allgemein YouTube-Videos zu machen? Also der Kanal ist seit 2013 da, weil ich auch damals, das war mein erster YouTube-Kanal, also der hieß damals ganz anders, ich musste mir irgendwas ausdenken, ich durfte keinen YouTube-Kanal haben, darum, oder meinen echten Namen, ich hieß damals, erster Name, Gehirnwaschanlage, es weiß wirklich keiner, ist der schlimmste Name, den ich mir jemals ausdenken werde. Und ja, wie hat's angefangen? Also ich glaube, ich hatte den Kanal erstmal 5 Jahre einfach rumliegen und mit 15 habe ich dann angefangen, wie eigentlich jeder gezockt. Ich habe eigentlich ganz, ganz viel Minecraft gezockt und der Grund, warum ich damals angefangen habe, war, weil ich meine besten Momente im Spiel eigentlich immer hochladen wollte, um das meinen Freunden zu zeigen und auch so, ich habe damals ganz viele Clans, so Clan Wars gespielt, um halt in andere Clans ranzukommen, die besten sind, wollte ich immer denen zeigen, wie gut ich bin, um irgendwas zu zeigen, wie gut ich bin, habe ich dann immer diese Clips da hochgeladen, dass die Leute halt sozusagen Bescheid wissen, wie krass ich bin. Ich war zwar überhaupt nicht gut, aber es war mein Versuch tatsächlich. Und das hat sich dann einfach über die Jahre entwickelt, dass ich einfach mich vom Content weiterentwickelt habe, einfach immer das gemacht habe, was mir eigentlich so Spaß macht. Und jetzt stehe ich halt hier, dass ich irgendwelche Videos mache, die halt so zum Thema Geld verdienen und Unterhaltung sind, würde ich so sagen. Ich kann den immer so schlecht einordnen, aber es ist eigentlich immer grundsätzlich genau das, was mir Bock macht, auf meinem Kanal. Mhm. Dann hast du, das ist ja schon im Video angesprochen, du kannst es jetzt nochmal kurz sagen, du hast dich dann zu Bicep umbenannt. Wie ist es dazu gekommen, dass du dich da umbenannt hast? Unglaublich lustige Geschichte und viele fragen auch immer nach, was ist die genaue Bedeutung. Es gibt eine Bedeutung, aber das ist wirklich die Story. Ich hatte damals einen Kollegen, damals war ich Ungespielt-Fan, da hieß ich noch Aufgespielt HD. Weiß auch überhaupt keiner. Ich hatte damals einen Freund, mit dem habe ich ganz viel gezockt und der durfte irgendwann nicht mehr weiterspielen. Da haben die Eltern gesagt, jetzt du spielst zu viel, hör auf. Und es war ein richtig guter Kollege, mit dem hat es einfach übel Bock gemacht zu spielen und der hieß Ingame bei Sepp. Genauso, nee, der hieß Legit Sepp. Legit Sepp hieß er einfach. Und er hat gesagt, ja komm, hör auf. Ich so, und dann meinte er so, aber übernimm meinen Namen. Dann weil ich den eigentlich ganz cool fand, dann habe ich, okay, ich mach bei Sepp. Und seitdem war dann raus, dass ich den Namen übernehme für ihn, weil es ein alter Homie war, mit dem ich ganz viel gezockt habe. Das hat sich aber dann so weiterentwickelt, dass ich über die nächsten 5 Jahre jetzt mittlerweile Namen nicht geändert habe und ich für immer so geblieben bin. Und eigentlich ist er gar nicht selber entstanden, ich habe ihn einfach nur genommen, weil er sozusagen aufhören musste mit Zocken. Und ich weiß überhaupt nicht, was er heutzutage macht. So ist eigentlich wirklich die richtige Geschichte immer komplett erzählt. Ich habe also den Namen komplett übernommen von jemandem eigentlich. Du hast dann begonnen, jetzt Selbstexperimente und anderen Content zu produzieren. Sagt dir denn der Name, sagt dir denn das Datum 29.06.2023 etwas? Da hast du ein Video hochgeladen. Mhm. Würde ich fast sagen, ist eines der erfolgreichsten auf deinem Kanal. Ja, dann kann ich mir das glatt schon denken, sage ich. Also 29.06. müsste, glaube ich, ich weiß nicht, ob es der erste oder zweite Teil ist, aber ich sage jetzt mal der zweite Teil vom der erste. Ist der erste. Und da fragt man sich jetzt natürlich, wie bist du auf die Idee gekommen, einfach mal eine riesige Werbetafel für Rezo jetzt hier zu faken?
Es ist wirklich, da muss ich, glaube ich, auch nochmal ein bisschen weiter ausholen. Also ich hatte immer Lust, so Experimente zu machen, auch so mit CGI. Und ich war damals schon, weil wir kommen ja später nochmal darauf zu sprechen, bestimmt, wie meine Videos entstehen. Da ist unglaublich viel mit riesigen Listen, die ich auf meinem Computer habe, mit dem größten Quatsch, den ich mir vorstellen kann. Da wird alles reingehauen, was es irgendwie gibt. Und da war auch mal irgendwie, wie geil wäre es mal, so eine riesen Werbetafel zu haben. Und das war einfach mal so der Grund, wie ist es, die größte Werbetafel zu haben in Europa? Und Welt wollte ich gar nicht, da wusste ich ja schon, muss ich nach New York. Aber dann Europa war dann schnell Piccadilly Circus. Und dann habe ich mir, geht das theoretisch? Kann ich theoretisch die Werbetafel mieten? Mich informiert, die Leute mal einfach wirklich, wirklich aus Witz einfach mal angeschrieben. Kann ich die mieten? Als normaler Sterblicher nie eine Antwort bekommen. Und dann war eigentlich so der Ding, das Video ist trotzdem interessant. Ich habe die größte Werbetafel Europas gemietet. Und dann war so ein Ding, okay, wie würde ich das umsetzen? Und es geht ja nur, wenn ich sozusagen mit CGI mache. Und dann war so der Punkt, ja komm, ich habe mal Lust, das auszuprobieren. Und dann war es einfach nur das Lustige, ich wollte halt die Leute nicht nur verarschen, ich wollte halt, dass man es auch herausfinden konnte, dass es nicht echt war. Das war mir besonders wichtig. Ich wollte jetzt einfach nicht nur ein Fake-Video machen, ich wollte auch, dass die Leute, wenn die genau aufpassen im Video, auch sagen können, okay, das war nicht echt. Und das haben ja auch viele erkannt, aber das war dann sozusagen die Grundidee. Ich wollte die größte Werbetafel Europas haben, das hat nicht funktioniert und habe daraus dann was anderes gebaut. Was mir aber wichtig war, dass man halt das erkennen konnte und ja, und was dann halt sozusagen auch noch eine Pointe am Ende hat. Ja, und so ist das letztendlich entstanden. Danach war es soweit, am 14.07.2023 kam der zweite Part, nämlich die Auflösung. Und da fragt man sich natürlich, hast du jetzt dafür Hate abbekommen oder gab es Menschen, von denen du ganz klar erfahren hast, die das nicht gut fanden? Weil du wolltest ja auch in Teilen künstlicher Intelligenz warnen, was alles so heutzutage möglich ist mit solcher Technik. Klar, also ich glaube, es gibt immer, wenn ich was hochlade und vor allem jetzt auf TikTok, diese ganze Community, es ist immer so, dass sich manche Leute fühlen sich immer ein bisschen verarscht. Aber wenn man mal wirklich, wenn man ein paar Monate drüber gewachsen ist, muss ich sagen, es war überhaupt nicht viel Hate. Eigentlich war sehr, sehr viel, du hast es echt geschafft, mich zu überzeugen. Und ich nehme mir das wirklich als selber und sage mir, ich passe jetzt mehr im Internet auf. Der Vorteil war auch noch, dass ich Marvin Wildtag halt mit dem Boot hatte bei mir, der sozusagen auch noch ein Teil vom Video mit dabei war und auch gesagt hat, ey, das machst du gut, das will funktionieren. Ich steige mit ins Boot ein, gehe nochmal mit ins Video, gebe nochmal selber ein Fazit ab, dass du sagst, das ist auch sehr gedämpft. Und letztendlich ist es ja auch wirklich so, auch wenn jetzt die Werbetafel im Endeffekt nicht von künstlicher Intelligenz gemacht wird, man merkt ja jetzt schon in den letzten Monaten, es entwickelt sich alles weiter und es wird noch irgendwann kommen, dass künstliche Intelligenz sowas editieren kann. Es ist eigentlich nur so, dieses Video war und ist immer noch so ein Warnschuss an die Leute, was alles möglich sein wird und was auch noch alles passieren kann damit. Und klar, der E-Mail-Verlauf war auch mit KI und so alles erstellt und es ist immer noch bei mir so, dass eigentlich sehr, sehr viel mit KI gemacht wird. Auch so die ganzen, beim Editing kommt es ja immer mehr zum Spiel, aber der Hauptgedanke ist halt wirklich, es wird in der Zukunft noch viel mehr kommen und das wollte ich halt mit diesem Video auslösen und deshalb bin ich auch froh, dass es im Endeffekt so viele Aufrufe erreicht hat, weil halt einfach so viele dann davon mitbekommen haben letztendlich. Also der Hate war nicht besonders riesig, er war eigentlich sehr überschaubar, es war eigentlich das Positive, was super viel Positives. Also ich würde sagen, 90% positiv, 10%, ja, manchmal waren da ein bisschen getriggert, dass sie dann verarscht wurden, aber ich bin da eigentlich im Endeffekt sehr positiv rausgegangen und würde es auch jederzeit wieder genauso hochladen. Gehen wir ein bisschen weiter wieder in der Zeitleiste zu einem aktuellen Projekt, würde ich sagen, nämlich selbst Süßigkeiten zu produzieren. Und da stelle ich auch die gleiche Frage wie einfach beim Rezo-Projekt, nämlich wie bist du auf die Idee gekommen, jetzt eine eigene Süßigkeiten-Produktion zu starten und selbst Süßigkeiten zu produzieren? Also letztendlich ist es ja diese ganze Ziel von dieser Serie, wer die Serie verfolgt mit dem eigenen Produkt und den eigenen Süßigkeiten weiß, ich lege dort alles offen. Und ich sage euch, wenn man wirklich selber ein Produkt machen möchte, dann ist es nicht schlau, wirklich alle Zahlen offen zu legen, wie viel der EK, also der Einkaufspreis ist. Und diese Serie ist halt einfach dazu da, wie entsteht ein Produkt und wie vermarktest du das und wie geht es sozusagen letztendlich in die Supermärkte rein. Ich wollte selber verstehen, wie funktioniert das überhaupt, wenn man eine Idee hat und das umsetzen möchte. Und warum es unbedingt Bonbons waren, ich hatte den Kontakt selber mal kennengelernt, ganz über Ecken habe ich ihn, den Florian, mal kennengelernt.
Dann hab ich gesehen, wie Freunde mit denen gedreht haben. Und dann habe ich sozusagen ihm mal gefragt, hey, ich habe auch so einen YouTube-Kanal. Wollen wir nicht einfach mal aus Witz einfach mal Bonbons machen für ein Video? Das habe ich ein Video und wir sind beide happy, wir haben uns gut verstanden. Und dann war so, ja, komm, lass es mal machen. Und es war eigentlich erst geplant mit dem ersten Teil. Dann kam der erste Teil gut an und dann habe ich gedacht, komm, lass es weiter ausbauen. Wie geht es denn weiter? Weil das ist halt auch ein Projekt, das endet nicht. Das ist ein Produkt in den Einzelhandel bringen, ist das eine, aber das ist dann wirklich deutschlandweit weiterzubringen und das ist dann wirklich vielleicht auch das Ausland. Das ist ja eine Serie, die immer weitergehen kann und ich liebe es, Serien zu verfolgen oder Serien zu produzieren und auch einfach wirklich ein bisschen Learning auch draus zu ziehen, dass wenn Leute was gucken, auch dabei was lernen, weil ich das auch vor allem so interessant habe und ich kann auch sagen, das Projekt wird weiterlaufen, auch solange ich es interessant finde und solange es auch Fortschritte gibt, sage ich jetzt mal. Aber der Grundgedanke war einfach, ich habe ihn auf dem Dreh kennengelernt mit anderen Leuten, habe ihn dann selber gefragt und dann war einfach so das Ding, okay, dann mache ich jetzt auch Bonbons. Es war jetzt nie geplant, dass ich sage, ich liebe Bonbons, Bonbons ist meine Lieblingssüßigkeit, deswegen mache ich jetzt diese eigenen Bonbons. Meine Lieblingssüßigkeit sind immer noch, glaube ich, Schokolade tatsächlich und keine Bonbons, obwohl die Bonbons sehr, sehr lecker sind, muss ich tatsächlich sagen. Gut, dann kommen wir jetzt zu der Produktion allgemein, weil zu deinen Videos. Und zuerst noch zu einer anderen Frage. Welches deiner Videos würdest du sagen, der bisherigen, war das Meisterwerk, das eines deiner besten, worauf du sehr stolz bist? Ich glaube, viele Content Creator, die das jetzt hören oder die das hier sehen, wissen das selber. Bei mir ist es oft so, ich muss ein bisschen Gras drüber wachsen, um tatsächlich einschätzen zu kommen, ob das beste Video ist, was es gibt. Weil ich sitze stundenlang, wirklich 20 bis 30 Stunden im Schnitt und wenn ich das Video am nächsten Tag hochlade und in der Nacht noch geschnitten habe, ich kann einschätzen ungefähr, es funktioniert, es lädt hoch, aber so richtig sagen, boah, das ist das Beste oder das ist es. Kann ich wirklich erst so nach einem Monat, anderthalb Monaten, kann ich reflektiert drüber gucken und sagen, das ist wirklich sehr gut. Darum würde ich jetzt prinzipiell sagen, ich gehe auf ein älteres Video und sage wirklich, dass das Rezo erste Werbekaffee-Video ist gerade mein bestes Video. War viel Arbeit zu konstruieren und war auch viel einfach vom Aufbau, wo ich mir nochmal neue Sachen ausgedacht habe. Darum würde ich jetzt sagen, das Rezo und direkt danach die Auflösung tatsächlich. Das wäre eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Welches Video würdest du sagen am aufwendigsten? Aufwendigsten, warte, warte einmal. Ich sehe das immer auf den ersten Blick, wenn ich diesen YouTube-Tab von mir auf, wenn ich diese Videos sehe. Würdest du von Editing sagen oder einfach allgemein die ganze. Allgemein alles, also Recherche, Planung, Schnitt, Dreh. Puh. Also, tatsächlich, wenn ich jetzt sagen müsste, welches Video das aufwendigste war, würde ich sogar würde ich das mein vorletztes sagen mit dem Rewe deutschlandweit. Das hat einfach damit zu tun, wenn ich Drehtage vor allem mit anderen Leuten plane, das ist immer viel Austausch, wann kannst du, wann kann ich, wie komme ich da hin und da kommen auch einfach Kosten zustande. Ich wohne in Köln, ich muss nach Berlin fahren, ich muss mir das Wochenende einplanen, ich muss mir ein Hotel suchen, ich muss dann direkt wieder auch zurück, ich muss das Ganze schneiden. Vor allem 17 Minuten auf der Qualität zu schneiden, ist halt einfach wirklich viel Arbeit tatsächlich. Also du musst wirklich jeden Tag mindestens 3, 4 Stunden arbeiten oder irgendwie schneiden, um das dran zu kommen. Darum würde ich jetzt sagen, gerade von Aufwand und Planung, dass ich verkaufe deutschlandweit meine Bonbons. Ja. Ja. Das Rezo-Video war auch zwar viel Arbeit, aber es war noch überschaubar tatsächlich. Ich weiß nicht warum, aber es war irgendwie weniger, hatte ich das Gefühl. Weil ich jetzt, weil ich, vielleicht liegt es auch wirklich noch daran, weil es so kurz her war. Aber ich weiß noch, dass ich auf jeden Fall stundenlang oder nächtelang in diesem Schnitt saß und einfach nicht fertig geworden bin, weil es so lang war. Das bedeutet, du schneidest deine Videos großteils selbst oder ganz selbst? Ich würde so sagen, ich schneide 90% selber. Die erste Minute wird immer von allen anderen gecuttet. Da schneide ich aber auch schon den Rohschnitt vor. Also, da ist auch schon alles mit Musik hinterher. Er macht nur die Animation. Also würde ich sagen, ich mache eigentlich 95% der Videos komplett selber. Wenn man sich jetzt mal so deinen Kanal anschaut, du hast sehr, sehr viel verschiedene, würde ich mal sagen, ein breites Spektrum an verschiedenen Videos. Und da fragt man sich dann schon oft, wie kommt man auf solche Ideen im Allgemeinen? Also, was sind da so die Quellen für Ideen?
Boah, ganz, ganz schwierige Frage, weil ich glaube, jeder, der den du da fragst, hat eine ganz andere Vorstellung, wie das genau bei ihnen abgeht. Und ich wünschte, ich könnte es dir jetzt erklären, wie genau ein Video entsteht oder wie genau eine Idee entsteht, weil sonst würde ich ja 100 Ideen jedes Mal produzieren. Und ich sage auch, meine Ideen brauchen länger. Da ist es einfach so, ich habe eine Idee auf der Straße und die wird direkt ich habe da so eine eigene Gruppe mit mir, wo ich einfach meine ganzen Ideen einfach reinhaue auf WhatsApp, weil es einfach schnell gehen muss. Es gibt also gar keinen Masterplan, wie die Ideen entstehen, weil es einfach so schön wäre. So kreativ kannst du nicht kreativ sein, ist einfach, kannst du nicht forcen, muss einfach mal kommen. Und da wird einfach mir alles in meine Gruppe reingeschrieben und dann wird ab und zu mal reingucken und wird mal was Neues gebaut, aber dann auch wieder weggeschmissen. Also wie so ein Beiser-Video entsteht, oder das so heißt ja gar nicht mehr, wie so ein Kilian-Video entsteht, ist einfach sehr, sehr viel selber konsumieren und auch immer sehr, sehr viel ausnehmen, was gefällt mir und was könnte ich damit vielleicht verbinden, was meine Zuschauer interessiert und daraus dann ein Video bauen. Es gibt also leider keinen richtigen Masterplan, wie so ein Video entsteht. Es ist einfach sehr, sehr viel gucken, sehr, sehr viel aufschreiben, was ich selber interessant finde und was ich auch bei mir im Leben erlebe. Also zum Beispiel, wissen auch wirklich 90% der Leute hier nicht, die wahrscheinlich dein Video sehen. Ich bin gleichzeitig auch noch in einer Produktionsfirma drin, arbeite dort auch als Cutter, als Kameramann und als Ton auch drin. Und dort bin ich ja auch auf Dresden und dort kann man auch mal viel nochmal andere Connections bekommen und auch nochmal einen anderen Einblick und da fallen mir dann auch wieder Sachen ein. Also es ist wirklich ein total breites Spektrum und ich wünschte mir, dass es tatsächlich manchmal anders wäre und ich einfach eine Idee habe im Kopf und sage, okay, die wird nächste Woche umgesetzt. Aber so ist es leider nicht. Gut, dann würde ich sagen, danke für das Interview. Das war's von diesem Video. Danke an dich, Kilian, für das Interview. Abonniert gerne Kilians Kanal. Er macht richtig gute Videos. Und wenn ihr Ideen habt, wenn ich noch interviewen könnte für meine Serie Das Interview, schreibt's gerne in die Kommentare. Für alle, die das Prinzip von Das Interview nicht verstanden haben, ich möchte einfach nicht nur Journalisten interviewen, die bekannt sind, sondern einfach das Leben von berühmten Persönlichkeiten, besonders auf YouTube, zeigen und vorstellen. Lasst gerne ein Abo da, bis bald und danke für den Support.